Wow, what the fuck, wie habe ich das gerettet? Holy shit. Digga, ich bin einfach quer gefahren, wie beim BMW E35. Ich bin voll weggerutscht und dann voll mit meinem Knie auf eine Wasche geknallt. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, where I'm going, I'm going for good. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr gerade sehen könnt, Samir auf dem Bergstall-Trail in Saalbach. Gestern war hier ein Rennen und wir konnten das Ganze nicht fahren. Jetzt hat der Trail wieder offen und weil der einfach so lang und so sketchy ist, habe ich den aus dem Hauptvideo rausgenommen und es wird eben ein separates Video dazu sein. Was uns alles schon passiert ist auf diesem Weg bis hierher, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, ich auch. Du auch? Nein, nein, nein. Also jetzt der Bergstadl-Trail. Ich habe die Kamera jetzt ein bisschen weiter nach unten geneigt, dass ihr mehr den Trail seht. Ich hoffe, das ist fein für euch. Bergstadl-Trail, für diejenigen, die es nicht wissen, ihr fahrt hier ganz normal beim Hackelberg-Trail rein und dann steht da irgendwo ein großes Schild Bergstadl-Trail und da müsst ihr dann entlang und dann seid ihr schon auf dem Bergstadl-Trail. Der gibt dann erstmal mehr so Wanderweg-Vibes und nicht so Trail-Vibes. Aber ja, ich habe den ziemlich schlimm in Erinnerung. Ob der jetzt wirklich so schlimm kommt, weiß ich nicht. Aber in vielen Videos wird er auch als der schwierigste Trail Saalbachs betitelt. Also, ja, schauen wir mal jetzt einfach, was da dran ist. Wow. Bergstadl-Trail. Experts only. Sind wir Experten? Würde ich jetzt nochmal nicht so nennen. Doch, also da war gestern noch irgendein Rennen. Deswegen konnten wir den gestern nicht fahren. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass der heute offen hat. Somit können wir aber trotzdem drei Trails nicht fahren. Also gut, Sheepy Hollow ist ja nur so ein kleiner X-Line, Z-Line und dann gibt es nochmal auf der X-Line unten. Ich fahre schön vorsichtig. Ich auch. Let's go. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich möchte die Brille nicht gleich voll spritzen. Ich möchte noch irgendwas sehen, eventuell. Ich verstehe, was du meinst, sehr klein und sehr eng. Okay, ich verstehe, was du meinst. Okay, ich verstehe, was du meinst. Okay. Schlimmer wird's nicht. Hoffe ich. Was wird denn dann runter sein? Hinterklemm über Bergstadl. Weiter? Ja. Aber bisher geht's, ne? Ja, das erste Stück am Bügel. Das meinte ich mit engen Kurven, die sind halt ein wenig ass. Thank you.
Hat schon was, ne? Ben, wenn irgendwas ist, brüll einfach, okay? Ja. Okay, jetzt glaube ich, kracht's. Okay, das ist sick. Alter! Ich glaube, hier war das Stück, oder? Ich glaube, das war das, ne? Da bist du runter. Oder hier vorne, weil da wird es nochmal genauso. Passt. Alter. Also der Trailer verlangt nicht alles von dir ab, Mann. Und ich habe mal gesehen, wie der andere runtergepurzelt ist am Hang. Scheiße, Alter. Fuck. Also das war das Schlimmste. Ich glaube, es war doch nicht das Schlimmste. Das war das da. Der Stein war Endgegner gerade. Da war es auch gerade Endgegner. Hast du da auch was drüber geahnt? Nee. Was war der Endgegner? Ja, dein Stein da gerade. Ja, meiner. Nee. Vorhin war es noch viel knapper. Okay. Aber das war jetzt so das schlimmste Stück jetzt, also schlimmer wird's nicht. Ne? Wirklich? Soweit ich weiß nicht mehr. Okay, hoffen wir mal. Aber bisher ging's, oder? Bis jetzt geht's. So, den möchtest du nicht zweimal fahren, aber es ist meine Erfahrung. Ja, sagen wir es mal so. Dass ich ihn gemacht hab. Genau, das habe ich damals auch gesagt. Einmal und nie wieder, ja, jetzt sitze ich, bin ich. Glaube, mit Klicks wäre jetzt hier Lebens. Ja eben, dann fahre ich lieber, sicherer. Nee. Das war das Stück hier. Beide, oder? Naja, also das ist genau das ist dieses Krasse, wo ich damals auch geschoben habe. Aber das geht wieder. Holy shit! Also das war nur dieses eine Stück, das hatte ich noch so krass in Erinnerung. Oder das geht. Ja? Wenn ich jetzt mal als Geisteskrank bin, stimme ich ihm zu. Das ist, die sind halt assi. Stimmt, ja.
Servus. Wow, what the fuck, wie hab ich das gerettet? Holy shit! Digga, ich bin einfach quer gefahren wie beim BMW E35! Falls es den gibt. Ich glaub schon. Alter! Scheiße. Alles gut? Hier ach, ich war nicht schnell. Ich bin einfach weggerutscht und dann voll mit meinem Bar auf und voll mit meinem Knie auf eine Wurzel. Ich bin voll weggerutscht. Und dann voll mit meinem Knie auf eine Wurzel geschnallt. Scheiße. Oh, ein bisschen eingestaucht ist. Dann hab ich Pause und dann geht's schon wieder. Top, wir melden uns. Ansteigen. Gleich wieder. Also, weiter geht's. Ben ist wieder ready to ride. Wir haben 15 Uhr, wollen noch einmal Huckleberg Trail fahren und dann geht's für mich nach Hause. Und Ben hat hier noch eine ganze Woche vor sich. Genau, das ist diese kranke Stelle, die ich noch in Erinnerung hatte. Das sieht auch viel entspannter aus. Ach du Scheiße. Geht. Wir sind gleich da. Schade. Sick, Alter. Oh, holy shit. Alter. Boah, Alter, hier rennen bei Nässe. Holy shit, ist das krass.
Also Ben, falls du siehst, es tut mir leid. Aber ich war jetzt gerade im Flow. Deswegen. Das war's dann. No, ich hab 3 Euro! Ich hab 3 Euro! Das ist schön für dich. Also, Leute, das war's dann auch mit dem Bergstadel Trail. Richtig krass. Also, die sind ja echt ein Rennen gefahren. Gestern war irgendwie. Was hat er gesagt? Gestern war das Vorrennen und drüben in Leogang ist das heute das Finale. Also, absolut gestört. Bei Nässe, vor Todes Respekt an jeden, der da wirklich mitgefahren ist. Ja, absolut gestört, Mann. Ja, aber als Rennen halt nicht. In der Zeit. Das ist ja das. Absolut gestört. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es ist, lasst ihr auch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.